Es gibt Verbrauchergruppen, die erreicht man einfach nicht mit dem klassischen Komm-Ansatz der Verbraucherzentrale. Und deswegen ist es wichtig, dorthin zu gehen, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher viele Probleme haben und mit einem Hilfsangebot dort zu sein. Wir haben unser Ziel dann erreicht, wenn die Quartiersarbeit nicht mehr benötigt wird. Allerdings brauchen wir dafür sowohl mehr Quartiersarbeit als auch strukturelle Verbraucherschutzmaßnahmen, die einfach dafür sorgen, dass Verbraucher und Verbraucher gar nicht erst in diese Armutsproblematiken hineinkommen. Wir brauchen Vernetzung mit den schon vor Ort seienden Akteuren. Wir brauchen zielgruppenadäquates Material, mit dem wir auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zugehen. Und es muss am Ende eines jeden Formats ein konkreter Mehrwert für die Menschen da sein, sodass sie dann halt auch mit zu ihren Freunden gehen und sagen, das ist eine tolle Sache gewesen, geh da auch hin.